Werden Sie als Obfrau des Wasserverbandes die Möglichkeit der zeitnahen Umsetzung eines Teilprojektes Hochwasserschutz in Wörgl offiziell einfordern? Sehr geehrte Damen und Herren, ich erfülle eine Zweifachfunktion. Zum einen bin ich die Vorsitzende des Wasserverbandes Unteres Unterinntal und habe somit die Gesamtbelange des Wasserverbandes im Auge zu behalten und auch dafür für diese Gesamtbelange zu arbeiten. Natürlich bin ich auch Bürgermeisterin der Stadt Wörgl und als solche ist es mein Wunsch und meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Hochwasserschutz schnell umgesetzt wird. Allerdings sind natürlich Maßnahmen zu berücksichtigen, die den gesamten Verband betreffen. Es kann nicht ein Teil herausgelöst werden und gesondert betrachtet werden. Hochwasserschutz ist ein gesamtes System und dieses gesamte System muss immer im Auge behalten werden. Wenn irgendwo Baumaßnahmen ergriffen werden, muss es dafür Flächen geben, in denen das Wasser abfließen kann. Und deshalb ist es schwierig, hier ein Teilprojekt herauszugreifen. Aber selbstverständlich werden wir uns bemühen oder werde ich mich bemühen, dass Prioritäten geschaffen werden und Prioritäten gesetzt werden. Das bin ich meinen Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Wie wollen Sie als Bürgermeisterin und Obfrau des Wasserverbandes mit der augenscheinlich widersprüchlichen Situation umgehen? Also grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, dass alle Belange des Wasserverbandes, die alle Gemeinden betreffen, von mir beachtet und ausgewogen beurteilt werden. Aber ich wiederhole mich hier, als Bürgermeisterin ist es natürlich auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Hochwasserschutz in Wörgl besonders und möglichst rasch umgesetzt wird. Allerdings wird das nur möglich sein im Gesamtverband und in der Wahrnehmung der Gesamtpflichten, die mir damit auferlegt sind. Allerdings weise ich darauf hin, dass die Stadt Wörgl keinesfalls ungeschützt ist. Wir werden einen mobilen Hochwasserschutz vorführen, den wir anzukaufen gedenken. Dazu ist die Bürgerinitiative auch eingeladen, um diesen Hochwasserschutz zu besichtigen und auch in seiner Funktion sich vor Augen führen zu können. Sind Sie mit dem Hochwasserrisikomanagement des Bundesministeriums für das Risikogebiet Wörgl einverstanden oder wollen Sie einen ambitionierten Zeitplan einfordern? Es heißt grundsätzlich, in den Jahren 2021 bis 2027 müssen die Planungen abgeschlossen sein. Aber es wird mich nichts daran hindern, dafür zu sorgen oder es voranzutreiben, dass die Planungen wesentlich schneller abgeschlossen werden können und wir natürlich dann dementsprechende Maßnahmen auch ergreifen können. Als Bürgermeisterin von Wörgl bin ich natürlich bestrebt, ein Einreichprojekt wesentlich rascher ausarbeiten zu lassen als bis zum Jahr 2027. Worauf wir aber besonders Rücksicht nehmen müssen und das haben die Hochwasserereignisse vor einigen Wochen gezeigt, wo nicht der Inn die Gefahr war, sondern hier bestand die Gefahr in der Wasserzuführung durch die kleinen Bäche und die haben dafür gesorgt, dass eben massive Überschwemmungen in den Nachbarorten zustande kamen und wir werden gerade auf diese kleinen Bäche auch unser Augenmerk legen müssen. Die Regenereignisse der vergangenen Woche haben gezeigt, dass die Menschen sehr sensibel reagieren auf Überschwemmungsgefahren und dergleichen. Und das hat bei uns die Erkenntnis gefestigt, dass es notwendig ist, häufig zu informieren. Und wir werden das in Zukunft stündlich in Radio Wörgl Plus diese Informationen bringen.